So, hallo, na, willkommen zur 220. Folge. Boah, freue mich schon, wenn wir die 222. haben. Keine Vor. Na gut, rückwärts kannst du theoretisch nicht lesen, dann könntest du bei der 111. machen, weil 222. wenn du es da rückwärts lest, ist es. Was ist denn das dann? Rückwärts gelesen ist es keine 2. Das ist so Bogen mit, keine Ahnung, was das dann darstellen würde. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die 2. Nee, egal. Was rede ich hier? Hallo? Was? So. Ich habe mir Folgendes überlegt. Da in den Kommentaren stand, die ich gerade mal ganz unauffällig auf den zweiten Bildschirm ziehe, das eine, es war nicht Höhen, es war Sinnoh, die Region. Okay, kann passieren. Sache ist die, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also Flip, was ich in dem Video gehört habe, will mich verfluchen, will mir irgendeinen Fluch auferlegen. Keine Ahnung. Ja. Moment, also es wurde vorgeschlagen, wir machen eine öffentliche Hexenverbrennung. Ja, kann machen. Brauchen wir noch so einen schönen Scheiterhaufen? Wir könnten ja. Oh, das wäre auch eine Idee. Wir könnten bei Flip zu Hause. Könnten wir einen mittelgroßen Scheiterhaufen bauen und können dann hinschreiben, was weiß ich, Hexenverbrennung an dem und dem Tag irgendwann mal. Das wäre vielleicht auch lustig, so einfach so einen mittelgroßen Scheiterhaufen gemacht, so ein paar wütende Dorfbewohner hin, im Endeffekt hier mit dem Stages Mod, können wir ja machen. Praktisch wütende Dorfbewohner. Und dann, ja. So, ich gucke nochmal ganz kurz hier rüber. Hexenverbrennung. Und zu den Hexen wurde jetzt gesagt, also er spawnt sie. Also praktisch, wenn sie in seinem Bund sind, dann immer wenn er sie ruft, dann kommen sie und, keine Ahnung, machen irgendwas für den. In dem Moment kann man sie töten und dann sind sie aber weg. Das heißt, wenn er die Hexen da hat, dann könnten wir sie töten. Möchte ich nicht, weil das ist doof, sowas. Ich würde gerne heute mal ein bisschen was ausprobieren. Und zwar mit diesen Hexen. Das heißt, wir gehen mal auf die Suche nach diesen Hexen. Und ich habe noch was anderes vor. Huch, da. Witchery. Witchery. Und zwar möchte ich gerne eine. Oh, Disorientation Puppet machen. Also, wir brauchen einen Scarecrow und da müssen wir Disorientation kriegen. Ich weiß gerade nicht, wie wir das kriegen. Dass wir vielleicht darauf mal hinarbeiten. Sowie es gibt einen wie war denn das? War es der Sensor? Ich glaube, es war der Sensor. Testen das mal ganz kurz aus. Habe ich noch einen Computer? Es gibt nämlich eine Möglichkeit, bestimmte Aktionen auszuführen, wenn jemand zum Beispiel auf einen Block rechts klickt. Also wir haben einen Sensor und ich mache noch mal hier die Antenne. Nein, da fehlt was. War das Modem? Sowie natürlich brauchen wir drei Weighted Prayer Plates natürlich. So. Okay, und dann machen wir noch mal Computer schnell. Glas. So. Okay. Einmal ganz kurz diesen da. Nur P gleich Peripheral Wrap Top P Punkt List Methods. So, wir haben Doc. Get Advanced Method Data, Get Entity Data, Get Entity ID Types. Get Entity Data. Entity IDs.
Nerf Argument Type. Mob. Argument cannot be null. Ist gar nicht null. Egal. So, wir gucken mal weiter. Get player by name, get players. Get player by UUID, das ist nicht get mob data, get minecart data, get mob ID, sketch mob. Achso, P. Mensch, P. Get mob IDs. Mhm. Und wenn wir jetzt hier einen haben, ganz kurz ein bisschen umstellen hier. Ein Mikrofon. Das Ding hier. Mhm. Okay. Wir können aber nicht. Also wir können theoretisch für die IDs praktisch drüber iterieren und sagen, Mob Data davon nehmen. Was macht ein Sonic Scan? P. Sonic Scan. Ah! Okay, natürlich. Das zeigt mir Luft. Sehr gut, danke. okay. Also wir könnten... List... Ups. P. List Sources. Peripheral Sensor. Okay, gut. Also wir haben das Ding auf jeden Fall jetzt nochmal getestet. Jetzt haben wir nochmal das da. Kann ich hier mal irgendwie... List Methods. P gleich Peripheral Wrap Top. Ups. Top. P. Get. Mach was anderes. Peripheral. Get Method was. Okay. Top. So, wir haben Get Players, Get Hut, Get Label, Get Infected Entities, Get Infected Entity. Schade. Nee, kann man nicht machen. Was ich vorhatte. Okay. Schade. Na gut, egal. Ich hatte jetzt überlegt, ob wir irgendwas in der Hinsicht detekten. Also wir könnten es machen mit einem umständlichen Programm, mit dem ersten Sensor, den wir getestet haben, aber nee. Was ich nämlich überlegt hatte, wir könnten nämlich dafür sorgen, mit irgendwas geht es, ich weiß nur nicht was, dass wir praktisch einen Block beobachten. Das heißt, wir schauen, welcher Block wurde geklickt. Wir können das wahrscheinlich auch mit was anderem machen. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es jetzt nur mal ganz kurz testen. Guck mal, nur ganz kurz hier. Gibt es noch einen anderen Universal Sensor? Universal Sensor gab es ja auch noch. Stimmt. Oh. Was? So, Moment. Wir machen uns mal einen Universal Sensor. Dafür brauchen wir 5 Purple und ein paar Light Blue. Ich habe keine Ahnung, Moment. 5 Purple. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Und das andere waren Light Blue. Davon brauchen wir 3. 1, 2, 3. So. Dann machen wir das. Okay. Craften wir mal ganz kurz so einen Universal Sensor. Mit dem. Und einem GPS-Tool natürlich. GPS. Dafür brauchen wir nochmal 4 rote. Warum leckt denn das hier gerade so? Hab ich irgendwas an noch? Moment. Nee. Okay. 3, 4. Alles klar. Jetzt leckt das wieder hier rum. So, GPS-Tool brauchen wir noch. Und dann könnten wir theoretisch mit einem Computer das nämlich dann abfragen. Wir können hier nämlich sagen, erstmal mit GPS-Tool beispielsweise könnten wir sagen, also wir brauchen noch einen,
Weiß jetzt nicht, wie das Ding heißt. Chatbox? Nee. Irgendwie, wo ist hier ME Bridge? Oh nein, sag nicht, wir können... Alter. Können Sie ME-System dabei abfragen? Du Scheiße. Nee, ich will gerne den Sound-Dingens da. Speaker. Oder... Gab's noch was anderes? Ich glaube, das... Konnte der Speaker? Weiß ich nicht. Ich nehme mal ganz kurz den Speaker aus. Ich bin mir aber unsicher, ob der das war. Ich glaub's nicht. Ich will nochmal ganz kurz durchgucken. Nicht, dass ich jetzt hier... Wireless Keyboard. Mhm. Item Selector, Sensor, PIM. Terminal Glasses, Bridge, Preview, Proxy, Ticket Machine. Nee. Okay. Das Maus. So, Speaker. Lua. S gleich Peripheral Wrap. Moment, wir schreiben das gleich mal im Programm. Beziehungsweise erstmal sollte ich vielleicht. Hallo? Moment. Peripheral. Get Methods. Das ist die rechte Seite. Okay. Peripheral Wrap. Right. P. Speak. Ich weiß halt nicht, wie jetzt die Methode genau aussieht. Test. Test. Bah! Ich habe nicht Test geschrieben, aber... Test. Test, okay. Ist nicht, was ich will. Wir können natürlich auch sagen... Du hast Test, Yonik, Anders, Jewel. Okay, das wird nix. Er versucht, einen englischen Akzent reinzubringen. Das kann nichts werden. Okay, lassen wir das. Nicht der Speaker. Irgendwas anderes. Ich muss jetzt... Ach Gott. Es gab noch was anderes. Tja. Wahrscheinlich nicht. Exit. Ups. Exit. Moment, ganz kurz. Wir googeln das mal ganz schnell. Das ist ein Add-on. Oh, das ist nur... APIs. Haben wir hier irgendwas? Moment. 13-Bit GPS Keys. Nehme nicht. Verdammt. Preference. Es gab irgendwas, womit wir einen Sound spielen konnten. Frag mich jetzt aber nicht, was es war. Verdammt. Ich hätte es vorher vorher suchen sollen. Moment.
Wenn ich es jetzt nicht sofort finde, Mensch. Das ist ein Add-on. Aber das ist ein Add-on-API. Aber gibt es da nicht? Achso, das ist der Source Code. Oh! Ich habe den Source Code gefunden. Das wollte ich nicht. Also den Source Code von PipReveals++. Hier ist doof. Mensch. Lua. PPL get methods right. Ich will noch mal ganz kurz gucken. Synthesize. Achso, das war, ist dann, okay. Verdammt. Okay, Speaker ist definitiv nicht, was ich wollte. Ich wollte irgendwelche, was von Open Blocks? Gab's da irgendwas? War das das? Moment. Nicht, dass das jetzt wirklich das war. Ich glaube nicht. Nee. Okay. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd, es zu finden. Jedenfalls könnten wir Folgendes machen. Wir können hier oben den Sensor, wir können mit dem GPS-Tool beispielsweise sagen, was weiß ich, hier dieser Block. So, ne, den finde ich wahrscheinlich nie wieder, nehmen wir mal den Glowstone da, den finde ich wenigstens wieder. Dann können wir das hier oben einpacken. Blup, warum kann ich das überhaupt da reinpacken? Mensch. Achso, wir brauchen ja noch Druck dafür. Hahaha. Ha, ha. Hm. Okay, Mensch. Haben wir irgendwo Druck? Wie fällt das Ding aus? 5 Bar, natürlich. Das könnt ihr auch mal mehr aushalten. Hier haben wir was ein bisschen drucklastiger. So, okay. Schon Range. Bringt nichts. So. Ich möchte gerne jetzt hier Pressure, Information. So, you can use devices to select a sensor, put in the right upgrades and navigate through. Achso, genau, wir brauchen hier, Block. Mensch. Mal Magic Craft. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon was habe. Ne, wir haben nur das Panel. Moment, wir brauchen mal Block Tracker. Ah, brauche ich zu viel. Duh. Okay. So, wir machen das jetzt einfach. Tiny. Sinus. Go. Go. So. Einmal das. Jetzt leckt das hier aus. Ich weiß nicht. Entweder das Terminal hier leckt oder ich. Keine Ahnung. Wir haben schon wieder mehr Herzen gekriegt. Letztes Mal haben wir irgendwie 116. Ist gerade schlimm. So. So, probieren wir mal. Das letzte Mal hat es ja nicht ganz so gut geklappt. Geh weg. Es klappt einfach nicht mehr. Nehmen wir mal das große Kaliber. So, und du gehst mir auf den Sack hier, Kollege. Ah, das hat geklappt. Jetzt haben wir natürlich hier wieder ein. Verdammt. Wenn es auf Stein machen sollen. Ich mach das dann irgendwann wieder zu. Hm.
Bin gerade am Überlegen, ob das überhaupt so klappen kann, was ich vorhabe. Na, wir werden mal sehen. Also, falls ihr wisst, welchen Block ich meine mit hier Sound an einer bestimmten Stelle abspielen, dann bitte schreibt mir es mal in die Kommentare. Das wäre wunderbar. Ups, Fermented Spider-Eye. So. Einmal Block-Tracker. Wo ist es? Da ist es. Muss ich das GPS damit reinlegen oder was? Ah, okay. Doch so. Block, Comparator, Heat, Light Level, Metadata, Presence, Player, Right-Click, Block. So. Jetzt zum Behavior. Normal. Okay. So, folgendes. Das Ding rotiert jetzt sich ein ab. Wir können jetzt hier folgendes machen. Wir sehen jetzt hier ein Redstone-Signal. Und ich brauche mal nochmal. Habe ich noch eine Redstone-Lampe irgendwie? Redstone-Lampe. So. Ist zu weit weg. Vielleicht ist zu weit weg. Warte mal. Nehmen wir einen Block, den wir hier irgendwie in der Nähe haben und den wir vielleicht auch klicken können. Nehmen wir mal einen Computer. Ups. So. So, Player, Right-Click, Block. So, warte mal, wir machen mal ganz kurz Folgendes. Weil ich mal testen möchte, ob das auch, also ich nehme jetzt mal irgendwas anderes, wo wir rechts klicken können, vielleicht ein Drum oder so. Die man nicht öffnen. Pack die mal hier hin. Einfach nur mal so testhalber. So. Das Ding rein. Das Player Right Click Block. Das ist anscheinend doch zu weit weg. Das heißt, wir bräuchten noch Range Upgrades drin. Ne? Range. So, wir brauchen Bögen. Na dann. Machen wir ein paar. Oh nein, die landen doch jetzt alle, oder? Ne, gut, Gott sei Dank. Ha, ich dachte jetzt schon, wir schmeißen die weg. Zum Glück nicht. So, 24. Sollte ein bisschen Range uns geben. So. Ach, hier sieht... Das ist ernsthaft die Range mit 24? Ich meine, wir haben es ja. Dann halt mehr. So. Es tut mir leid, dass wir jetzt das machen, aber ich möchte gerne mal ein bisschen testen, weil wir müssen uns ja ein bisschen vorbereiten auf so ein paar Dinge. Und das ist, glaube ich, ja, eine relativ gute Möglichkeit, die wir da haben. So, 52 ist. Das muss jetzt aber reichen bis dahin. Wohin gehst du jetzt? Ah, guck mal, bis dahin. Na, das ist doch reicher, dicker Mensch. Wo hast du den Block überhaupt noch? Wir machen folgendes: Wir machen mal ein State. Oder irgendwas, was das Redstone-Signal hält. Also ein Piston. Sowas. Vielleicht ist es einfach zu kurz. Ich weiß es nicht. Duh. So. So, dann kannst du das einmal drücken. Okay, das Ding ist noch markiert. Achso, jetzt müssen wir wieder einstellen hier. Klick, Player, Right-Click, Block. Okay. Range ist da. Ja, hat's geschoben. Okay. Das heißt, wir können bei Flip, weil ich das ja weiß, ich ja wenigstens etwas weiß,
der Monster. Achso, Pinky. Pinky ist im Weg. Wir können wegen Pinky wieder nicht schlafen. So. Mhm. Und zwar. Jetzt juckt ausgerechnet meine Nase wieder. Ich laufe deswegen mal hier so ein bisschen dämlich rum. Es tut mir leid, ich kann gerade nicht mit der Maus steuern, weil ich irgendwie meine Nase halb zuhalte. Weiß nicht warum. Oh, ich bin so weit. Warum ich in letzter Zeit immer dieses Niesen habe, irgendwie. Das irgendwie. Ja, heute mal niesen. Ich mach das wieder ganz. Na komm. Willst du ernsthaft, dass ich noch mit der Wardolin Cannon hingehe? Kann ich nicht. Wer hat denn das angepflanzt gekriegt? Ich habe keine Ahnung, waren da jetzt Crop Sticks? Ich habe ja keine eingesammelt. Du musst es auf so ein Wasser. Muss schon mal nicht auf Wasser? Ich will das doch nicht kaputt machen. Das tut mir jetzt wirklich. Und erstens, ich kann es auch gar nicht kaputt trampeln hier irgendwie. Strange alles. Flips alles strange. Pack's ihn mal hier rein. So. Da. Hat er gar nicht gemerkt, siehst du? Wunderbar. So, und zwar muss er hier drauf rechts machen. Um ein Ritual auszuführen. Ich denke, damit will er mich dingensen. Hier so, ihr wisst schon. Meine Idee war jetzt, wir haben ja ein paar Mods drauf, von wegen Potion und, also was jetzt, was heißt Potion? Für ein paar bestimmte Dinge. Und zum Beispiel könnten wir Rituale machen oder allgemein andere Dinge, die Spieler random wegteleportieren. Wollen wir das mal machen? Also probieren? So ein bisschen? Irgendwie? Mal so ein bisschen was aufgebaut, dass er, ja, wenn er hier Rechtsklick drauf macht, dass er ein bisschen Probleme hat. Es wird natürlich nur dieser eine Block sein. Das kann ich wahrscheinlich auch nicht anders machen. Oder? Ich mache mal nochmal ein zweites GPS-Tool ganz schnell und dann gucken wir nochmal. Also wir haben auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie wir das tracken können von Ferne, sodass wir es schön einbauen können, am besten noch in gewordete Steine, die irgendwo hinten in der Wand sind, wo er nicht rankommt. Im Endeffekt ein Computer ist, der die ganze Zeit beobachtet. Das heißt, wir brauchen da drüben aber auch Druck. Das heißt, wir brauchen einen Kompressor da hinten, wo ich noch nicht weiß, was für einen wir da nehmen werden. Vielleicht so ein... Na gut, wir müssen alles ja mit Computercraft im Endeffekt steuern. Mal schauen. Jedenfalls, dass wir irgendwie dafür sorgen. Ich mach mal ein zweites GPS-Tool. Und dann können wir ja weiter gucken. So, vier davon. GPS. Bablub. Dann machen wir jetzt einfach mal hier nochmal ein. So. Packen das mal mit da rein. Back. Blub. Player, right click block. Eigentlich müsste es ja jetzt theoretisch ein Verbot
bunt sein. Ich weiß nicht, ob es beide sind, die ihr jetzt beobachtet. Das heißt, wir machen jetzt einfach nochmal Drums. Stell mal einen Drum hier hin. So, habe ich das Ding zurückgestürmt? Nein. Ich glaube, wir können eine Range machen. Ja. Sehr gut. Okay, das heißt, wir können seinen kompletten Raum richtig schön... Sein komplettes Witchery-Zeug wird ihm nicht gut bekommen. Nein, Witchery ist nicht gut. Das hat böse... passieren böse Sachen dann. Das ist, kann mir gerne mit Magie kommen. Dann komme ich mit der technischen Antwort da drauf. Ups, und technische Antwort ist sogar etwas, wie ich finde, stärker und effizienter. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu tacken. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich irgendwas finde von wegen Sound oder... Na gut, Sound ist eigentlich langweilig. Wir machen irgendwas... Irgendwas kriegen wir schon hin. Irgendwas Schönes. Irgendwas Böses. Und dann warden wir das schön, sodass er da nicht rankommt. Na, schön. Ah, es wird lustig. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt das schön zu detekten mit Pneumatic Craft. Und können dann halt auf dieses Redstone-Signal entweder manuell reagieren oder halt mit Computer Craft oder irgendwas anderem irgendwas Böses machen, von wegen Teleport. Frage, was haben wir denn überhaupt für Teleport-Dinger da? Wir haben einen Journal-Teleporter, Advanced-Teleporter, Teleporter. Na gut, das ist jetzt nicht unbedingt, was ich meine. Das will ich mit Translocator. Ich habe... haben wir einen... Wir haben auf jeden Fall von Enderzoo im Notfall die Möglichkeit. Wir können hier mit Confusing, mit Ender Charge, mit Concussion Charge können wir ankommen. Die dürften ja keinen Damage machen, glaube ich, ne? Lieber. Wir testen nochmal ganz schnell aus. Mensch. Wow. Ernsthaft jetzt? 3 Meter nach hinten? Und die lange die Donationszeit? Okay, wir brauchen was anderes. Falls ihr Ideen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und dann lassen wir Flip ein wenig über den Server hüpfen. Yay! Und im Notfall nehmen wir halt, was weiß ich, irgendwas anderes. Es gibt genügend Methoden, jemanden mit Hilfe von Redstone zu ärgern. Auf Wiedersehen. Ja. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wir können leider... Es wäre lustig, wenn wir so einen Giant bei ihm hätten. So einen großen Giant reingespawnt. Na gut. So. Da. So. Na, dann müssen wir mal schauen. Da finden wir sicher irgendwas, um ihn ein bisschen davon abzuhalten. Also wir können ihn ja damit erfolgreich abhalten, irgendwas in diesem Bereich zu tun. In seinem Witchery-Bereich. Egal, welche Kiste er öffnen will, egal, was er in diesem Bereich machen will. Es wird was Böses passieren. Solange bis es das Tech-Lock gibt. Gut. Beziehungsweise wirklich alle Tech-Locks. Weil er kann ja mehrere erzeugen, theoretisch aus einem. Glaube ich, ging das nicht so? Ich glaube, ja. Egal. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Wir haben schon wieder Überlänge, obwohl ich nichts gemacht habe, außer zu testen. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Tschüss. Bis irgendwann vielleicht. Mal schauen. Tschüss.